Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist die Alexandra und der Lars von Rohr Energie. Der Alexander sieht so schlimm aus. Dankeschön. Weil sie total erkältet ist, aber wir wollten das heute unbedingt machen. Das ist Wochenende und der einzige Tag, wo wir mal Zeit haben, das jetzt hier zusammen zu machen. Und zwar haben wir hier zum Testen noch für ein paar Tage diesen Omega-8226-Entsafter und wir haben hier den Kuvings Whole Slow Juicer. Und das ist ja unser Entsafter, den haben wir ja schon eine ganze Weile. Ich glaube schon über ein Jahr, ich bin mir aber nicht genau sicher, wie lange. Ich glaube noch länger. Aber noch länger, ja. Ich glaub, wir haben das schon. Und der ist halt super zum Saftfasten, aber der ist halt noch besser für Grünzeug. Aber wir wollten jetzt mal einen Test machen und zwar, welcher hier gewinnt von der Geschwindigkeit her. Und am Schluss siebe ich die Säfte nochmal durch und gucke mal, ob da vielleicht ein Unterschied ist mit dem Ergebnis. Ob welcher vielleicht... Geschmack her, also ich kann nicht... Nee, nicht vom Geschmack, nur von der Menge. Schmecken der Menge. Tun die alle so gut wie gleich. Ich habe in jedem dieser Gefäße hier 530 Gramm Karotten. Ups, Entschuldigung. Und die Alexandra haut ja alles kaputt. Ich bin krank, tut mir leid. Und also ein fairer Test. Es ist nur so, hier könnte man deutlich mehr reinschmeißen auf einmal als hier, wie man das hier sieht. Also diese Öffnung hier, da kriegt man einen kleinen Apfel rein. Hier wirklich nur so eine dicke Möhre. Aber es ist so, wenn man hier große Stücke reinschmeißt, dann bleibt er oft stecken, verstopft. Oder der Saft wird auch dann sehr, sehr stückig. Also den muss man sowieso immer auch absieben und den hier überhaupt nicht. Hier ist so ein kleines Sieb mit dabei. Aber da bleibt eigentlich nichts hängen. Trotzdem machen wir mal den Test, dass wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, ob er wirklich schneller ist oder ob ich dann mit ihm hier, wenn er kleine Stücke beides hat, vielleicht auch aufholen kann. Ja? Ich werfe das mal an und wir versuchen jeder mal, so schnell es geht, also so schnell die Entsafter das schaffen, nicht ihn hier verstopfen. Ja, ja. Dann versuchen wir mal zu gucken, wer das schneller schafft. Wir schmeißen die beiden schon mal an. Moment. So, auf die Plätze, fertig, los. So, ist wahrscheinlich nicht so, wie es wirklich sein soll. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir tauschen gleich die Plätze und ich benutze den und du benutzt den, weil ihn kann man nicht zu schnell oder zu langsam benutzen. Ja, und weil hier der Alexander gesagt hat, sie soll da nicht zu schnell reinwerfen, damit er nicht verstopft, aber hat sie wahrscheinlich nicht genug getraut, jetzt hier rein zu feuern. Das ist, hier kannst du halt Trecken drücken und was rauskommt, kommt raus. Wir tauschen jetzt nochmal die Plätze. Ich mache nochmal ein weiteres Kilo, was ich klein schneide und dann machen wir das nochmal andersrum. Mal gucken, ob das gleiche Ergebnis ist oder nicht. Wir haben es halt vorher noch nicht ausprobiert. So, wir machen den Test jetzt nochmal. Ich bin jetzt auf dieser Seite, bediene hier den Whole Slow Juicer. Ich werde immer so mutig sein, so viel reinzuwerfen, wie ich irgendwie kann. Falls das Ding hängen bleibt, gibt es hier einen Rückwärtsgang. Den muss ich da mal betätigen, ja, falls ich mich irgendwie doch zu viel reinschmeiße. Das gibt es hier auch, aber das wird nicht nötig sein. Du musst halt jetzt immer so drei, vier Stücke auf einmal und immer drücken. Ja, ja. Also ich sag's weiß noch, wie der funktioniert. Also es war Idiotentest kommt jetzt. genau. Wir legen mal los. In jeder dieser Behälter sind wieder so 500, diesmal 515 Gramm. Ich habe ein Kilo halt geschnitten und ja, wir machen erstmal deinen an und meinen noch nicht, es geht noch nicht los. So, okay, auf die Plätze, fertig, los! Hinten. Super, aber kein großer Unterschied. Also er war schon schneller hier, aber ich musste ihn noch am Schluss ein bisschen länger laufen lassen, weil hier, bis das durch dieses gesamte System hier durchgelaufen ist, dauert es. Ich habe jetzt erst dann ausgemacht, als hier kein Trester und kein Saft mehr rauskam.
Und er war jetzt schon schneller hier, ja. Und er hat aber jetzt nicht, hat nicht so viel länger gedauert mit ihm hier, ja. Was wir jetzt machen ist, ich siebe jetzt beide Säfte nochmal durch ein feines Sieb. Und wir zeigen euch dann gleich nochmal, ob es da einen Unterschied gibt mit der Saftausbeute. Weil was man wirklich sagen kann ist, dieser Trester hier, der fasst sich sehr, sehr trocken an. Man sieht es ja auch schon, der bröselt hier richtig. Ja, ja. Und der ist deutlich matschiger. Also ich kann hier ohne Probleme hier nochmal so einen Klumpen draus formen. So eine Art Burger. Man hört es auch. Mach du das auch mal? Ja, man hört es auch ein bisschen. Man hört es auch, aber es ist trotzdem, es ist, also man merkt schon eigentlich, es ist trockener. Man sieht ja auch, wie das rausbröselt und da kommen halt so richtig so Würste raus. Trotzdem jetzt mal einfach mal absieben und gucken, ob es überhaupt irgendeinen Unterschied gibt. Ja, genau. So, ich habe das beides nochmal durchgesiebt. Gute Nachricht, beides ist auf den Milliliter genau, also so gut wie genau. Man kann das jetzt mit so beieinander, es sind jetzt beides 230 Milliliter Saft, die rausgekommen sind. Hier war deutlich mehr Fruchtfleisch drin, also in dem Sieb ist einiges drin geblieben. Ich habe es aber lange ablaufen lassen, habe es noch ein bisschen geschüttelt. Und hier, das muss man eigentlich nicht absieben, was aus ihm hier rauskommt. Das ist so fein, dass wirklich hier ist der Trester und hier ist der Saft. Also den muss man nicht nochmal durchsieben. Ich habe jetzt zur Sicherheit gemacht. Und das Ergebnis ist das gleiche. Ja. Und das, was wir eben nochmal gesagt haben, ist, eigentlich ist das ein sehr guter Entsafter. Ja. Wo man sagen würde, eigentlich ist das ja, weil auch das mit dem Eis so gut klappt und so, eigentlich fast die bessere Wahl, aber er nimmt halt so viel Platz weg. Ja. Ja, und bei uns in der Küche wäre das ein Riesenproblem. Wir haben den anderen schon nach hinten geschoben in die Ecke und auf so ein Mauspad, damit ich ihn immer wieder rausziehen kann. Und eigentlich geben sie sich nicht viel. Wenn man mehr Grün macht, sollte man sich den kaufen. Wenn man mehr so Gemüsesäfte macht, dann sollte man sich lieber den hier kaufen. Beide sind top. Das sind beide super Geräte. Das ist halt jetzt einfach so, was ich jetzt gerade gemerkt habe, gerade weil ich ein bisschen erkältet bin. Also der ist halt schon, man braucht einfach Kraft, ne? Man muss es reinstößen. Also jetzt gerade, wenn man zum Beispiel eben das sehr, sehr oft macht und eben, was so, gerade Karotten, ist halt schon anstrengender, wenn man jetzt sehr weiche Sachen hat, dann macht das jetzt vielleicht nicht so viel aus. Oder eben halt auch, wir machen das auch immer mal mit unseren Kindern, da ist es einfach schwieriger. Ne? Genau, also hier halt kann man einfach reinschmeißen, gerade wenn man kleine Stücke hat, der zieht auch alles sehr gut rein. Ja. Man also könnte sogar einen kleinen Apfel hier reinschmeißen. Genau, also es ist eben, die sind beide sehr, sehr gut und da muss man dann einfach für sich selber eben, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, hat man den Platz oder hat man den Platz eben nicht, hat man die Kraft oder macht man eben halt eher weiche Sachen. Was man halt nur sagen muss, ist halt, wer halt viel grünen Saft, sollte lieber den kaufen, weil hier ist es so, es geht hier so durch und wird dann so rausgeben. Es ist ja ein vertikaler Entsafter, ja. Und da, diese Kurve, das ist das Problem. Wenn man das nicht klein genug schneidet, also ich habe das ja schon mal getestet mit Grünzeug, das ist überhaupt kein Problem, wenn man das klein genug schneidet und es langsam reinwirft, ist es überhaupt kein Thema. Man darf es halt bei dem hier nun auf keinen Fall stopfen. Ja. Dann verstopft es halt wirklich. Und der kann eigentlich gar nicht verstopfen. Es kommt alles raus vorne, ja. Ja. Das war nur so ein Test, wir wollten mal gucken und ihr habt auch gesehen, je nachdem wie man die Dinger bedient, kommt man zu komplett anderen Ergebnissen. Ja. Also lasst euch da nicht verarschen von irgendwelchen Produktpräsentationen im Internet von den Firmen selber. Die schmeißen einfach langsam rein und schon kommt man zu ganz anderen Ergebnissen. Ja. War jetzt mal ganz gut eigentlich. Ja, genau, dass wir selber gesehen haben. Und wir ist mir beim Entsaften ja auch einmal hängen geblieben. Ich musste einmal wieder rückwärts laufen, weil ich zu schnell reingeschmissen habe. Davor hatte ich sie gewarnt. Mir ist es halt noch nie passiert, deswegen war ich jetzt aber ganz irgendwie, habe ich jetzt Angst gehabt, oh Gott, im Video und so, habe ich es ganz langsam gemacht, aber ich hätte es natürlich eben deutlich schneller machen genau, können. Und hier kann man im Prinzip nichts falsch machen, sondern er zieht das durch, was er durchzieht. Ja. Fertig. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und abonniert doch bitte unseren Kanal für weitere Testvideos irgendwann. Wir haben das ja lange nicht mehr gemacht. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so für einen Entsafter habt oder was ihr so Säfte macht. Das würde uns auch interessieren. Genau. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss.